Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich unser Windrad total toll finde? Naja, was soll's. Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Wir spielen weiter und begeben uns direkt erstmal zu den Hühnern, die bestimmt fleißig Eier geläscht haben. Keiner soll uns nachsagen, wir werden unseren Job nicht machen, also sammle ich sie. Halt die Klappe, Huhn, sonst gibt's eine ran. Bock, 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 bock. Borgt ihr ruhig rum. Mir ist das total egal, was ihr euch borgt. Aha. Ah, oh nee. Ich gehe wieder ins Bett, Leute. Also wenn ich schon mit solchen Witzen den Tag starte, ne? Da kann ich auch gleich wieder ins Bett gehen, ey. Gib her das Ei. Zack, zack, zack. Schwupp, schwupp, schwupp. Hatte ich nicht auch schon mal so einen Flachwitz gebracht von wegen, wie nennt man ein Roboterhuhn? Und dann habe ich Cyborg gesagt. Irgendwie sowas war doch mal, ne? Da war doch mal was. Also meine Witze werden echt immer schlechter. Ich krieg bestimmt irgendwann mal so preisunlustigste Person der Welt. Oh, das wäre fein. Kann ich mir an die Wand hängen. Wie sieht's denn hier aus? Na gut, wenn du noch ein bisschen wachsen musst, ziehe ich mal los. Hinter meinem Land gibt es noch ein paar Felder. Die kann ich mir holen. Das Geld brauche ich für nichts anderes mehr, also kann ich ja Felder kaufen. Weiß eigentlich jemand, wo zur Hölle unser LKW abgeblieben ist? Fällt mir mal gerade ein. Weil rein theoretisch brauchen wir den ja später, ne? Wenn wir hier ernten wollen, da brauchen wir das. Müssen wir gleich mal schauen. Weil das wäre doch mal ganz interessant. Zu wissen, wo zur Hölle der ist. Meine. Ist hier irgendwo ein LKW? Ich werde ihn schon finden. Ach, hier ist er doch. Na, wunderbar, würde ich mal sagen. Ja, aber da das mit der Ernte noch eine Weile dauern kann, können wir ja auch noch mal eine Ladung Kartoffeln verkaufen. Was weg ist, ist weg. Und wir sind ja nicht auf Sonderangebote angewiesen. Wir können verkaufen, wann wir wollen, wo wir wollen. Mach voll die Kiste. Das bringen wir wieder zur Gaststätte, würde ich sagen. Da war das Zeug schon mal am meisten wert. Zumindest bisher. Wenn es das halt nicht ist, haben wir halt Pech. Die Kartoffeln steigen. Sie steigen über uns hinaus. Schön. Aber dass das so langsam auflädt, ist schon ein bisschen nervend, würde ich sagen. Da finde ich die Silos toller, die machen mehr Rabatz. Kriegen die Kartoffeln eigentlich keine Druckstellen, wenn die so hier reingedonnert werden? Ich meine, die hier, die landen ja jetzt weich auf den anderen Kartoffeln, aber die ersten, die sind doch voll auf den Boden gekracht. Oder ist das Förderband weich? So. Ach, das war's. Keine Kartoffeln mehr im Lager. Die letzten Kartoffeln werden hier rausgefahren. Das ist nett. Was weg ist, ist weg. Ja, ja, borgt ihr ruhig. Ich will die Kartoffeln hier ja auch gar nicht abgeben, du Sack. Nervendes Ding, du. Wollen wir nochmal eine Abkürzung probieren, obwohl ich eventuell schon weiß, wie das enden wird?
Wir dürfen nicht ganz so hier runterkrachen. Wir müssen ein bisschen länglicher runterknallen. Das zum Beispiel war ganz okay. Na, seht ihr, da kommen wir doch recht schön an. Eine gute Abkürzung war das. Eine gute, gute Abkürzung. Und auf dem Rückweg können wir hier unten Felder kaufen. Yay! Das ganze Land wird... Oh, hier sind aber viele Felder. Das ist ja jetzt schon das vierte hier unten da. Also wie viele gibt es denn hier, Mensch? Und weg damit. Ich laufe schon mal los zum ersten Feld. Das kleine hier hinten sieht hübsch aus. Vielleicht will das ja der Campingplatz hier irgendwann mal aufkaufen, um sein Land zu erweitern. Und dann stehe ich da und verlange nicht 9.000, sondern 19.000. Ich Geschäftsbacke. Jetzt holen wir uns auch noch dieses hier. Könnten sie ja eventuell auch dazu kaufen wollen, ne? Das würde ich denen dann aber nicht für 49.000 verkaufen, sondern für 69.000. Damit sie Bescheid wissen, ne? Das wird teuer, wenn sie mit mir handeln wollen. Aber die Touristen kommen, die wollen alle mein Museum sehen. In Scharen kommen die angerannt, sogar aus Las Vegas. Die haben auch schon angefragt, ob sie mein Museum mal ausleihen dürften. Für ihre Casino-Shows. Also irgendwie sehe ich gerade nicht vieles hier. Nebel oder so. Hinten ist noch ein kleines Feld. Können wir uns das ersteigern? Weil das ist doch wirklich ziemlich klein. Das sollten wir uns leisten können. Ich will kaufen. Tja. Halt nicht. Werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wenn Peter etwas kaufen will, dann kriegt er das auch früher oder später. So. Geht mir aus dem Weg, Auto. Geht mir alle aus dem Weg. Ich bin voll unberechenbar, ey. Also steht besser nicht im Wege rum. Ich hab dich gewarnt. So, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Stecken wir jetzt beide erfolgreich fest, oder wie darf ich das verstehen? Ah, nee, ich komme raus. Och, Mann! Wo kommt denn jetzt diese ganzen scheiß Autos her, Mensch? Ich hab auf sowas keine Lust. Komm schon. So. Jetzt dürften wir ja eigentlich da unten unseren LKW stehen haben. Das Auto dürfte jetzt weggespannt sein. Weggespannt vom Feinsten. Und wenn nicht, schreie ich halt rum. Ich habe kein Problem damit rumzuschreien, das mache ich gerne. Da, 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 da. Eine Abkürzung nehmen, zack. Ah, da steht er ja schön, mein LKW. Mitten im Städtlein Hagenstedt. Wieder aufpassen, dass wir hier das Auto nicht groß mitnehmen. Ich bin hier. Du Backe vom Schwein. So, oh. So, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich wäre jetzt bereit für eine Ernte. Also wenn ihr wollt, ich könnte. Warum ist denn das Doppellicht kaputt, ey? Ich frag mich das echt, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert, wie es soll. Also, dieses Spiel scheint über die Reihe des Spieles ein wenig neue Bugs herauszufinden, während andere verschwinden.
Das ist eine lustige Sache, finde ich. Viel lustiger wäre es allerdings, wenn es jetzt hier mal wachsen würde. Ne? Da renne ich halt nochmal zu den Hühnern. Wenn ich schon mal hier bin. Da freuen die sich auch drüber, wenn ich vorbeikomme. Schönen guten Abend, kleine Hühnchen. Ich komme, um eure Eier zu stibitzen. Und ich werde sie allen mitnehmen. Alle. Ihr habt euch nicht als würdig erwiesen, sie zu besitzen. Also werde ich sie mir nehmen. Die Eier der Macht, das eine Ei. Schwupp, 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 schwupp. So, ich war jetzt voll lange weg. Also kann doch zwischendurch eventuell mal was gewachsen sein. Natürlich nicht, habe ich mir fast schon gedacht. Was soll das? Macht mal ein bisschen Rabatz hier. Ich habe gerade nichts zu tun, ja. Das mag ich nicht. Soll ich euch ein bisschen anleuchten, damit ihr besser wächst, oder wie? Komm schon, ihr müsst alle so hier sein. Ihr alle müsst so hier sein. So. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Na, ich kann mich ja schon mal reinsetzen. Das Licht schon mal anmachen. Und schon einmal ein wenig positionieren. Und anschalten. Oh, jetzt wachsen wir. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Wachstumsschub. Komm schon. Gib's mir. Na komm, Feld. Ich glaube an dich. Enttäusche mich nicht auf den letzten Metern. Wenn du nicht in 10 Sekunden gewachsen bist, dann zünde ich dich an. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, das wächst tatsächlich. Das ist aber schön. Und vorwärts! Seht ihr, mit Drohungen erreicht man alles im Leben. Alles. Jetzt wird es auch schon wieder hell, da können wir das Licht hier ausmachen. Ich finde es einfach schön. Ich finde es einfach schön. Total entspannend. Ich ernte gerne ab. Es macht mir total Freude immer. So ein bisschen abernten ist doch fein. Es geht auch wieder ganz schön was rein hier in den Wagen. Also wenn wir durch sind, haben wir auf jeden Fall 35% rein, wenn nicht sogar mehr. Was bedeutet, dass wir abladen sollten, wenn wir wieder vorne sind. Was wir natürlich auch tun werden. Wir werden sogar 36 durch. So, jetzt drehen wir uns um. Und holen uns das Korn. Ja, wir müssen dann, wenn wir vorne sind, ja eh warten, weil hier kommt keine ganze Spur zustande. Das muss erst wieder ein Stück nachwachsen.
Soll mir recht sein. Na, das wird auch nicht lange dauern, denke ich. Die Wachstumsschübe kamen ja immer relativ schnell. Und wir haben ja jetzt hier auch wieder ein, zwei Minuten mit der Ernte verbraten. Also wird ja hoffentlich bald mal was kommen, verflucht nochmal. Wir können die dritte Spur auch schon anfangen, aber halt noch nicht zu Ende bringen. Weil da ist noch nicht genug gewachsen und so. Hast du schön gemacht. Feines Big Daddy Line. Das Licht wollte ich ausmachen. Nicht das hintere an. Komm schon. Ja. So muss das laufen. Schubidubidu. Schubschubidubidu. So, und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir das andere schon mal hier so ein bisschen anfangen. Hier die andere Spur, die nächste Spur. Die Überspur nenne ich sie gerne. Schon wachse. Ich bin gleich da, du musst wachsen. Wachse, Kraut, wachse. Damit ich nicht anhalten muss. Ich glaube an dich. Du schaffst das, bis ich da bin. Verflucht sollst du sein. Gehe ich halt zu den Hühnern. Die mögen mich wenigstens, hoffe ich, wenn sie nicht nebenbei versuchen, mein Imperium zu vernichten. Bisher benehmen sie sich noch ruhig, aber trauen niemals einen Huhn. Ich hatte es euch ja schon mal erklärt, warum, ne? Die sind gefährlich. Sehr gefährlich, du. Hier. Die kriegen schon mit, dass ich komme, bevor ich überhaupt um die Ecke bin. Die haben bestimmt Alien-Technologie oder so. Zack. Mein Ei. Vor Gericht muss man ein Mein Ei leisten. Aha. Also wenn ihr mal vor Gericht geht, ein Ei mitnehmen und dem Richter an die Stirne knallen, dann habt ihr ein Mein Ei geleistet. Aha. Zack, zack. Schwupp, schwupp, schwupp. Da liegt noch eins. Das nehmen wir uns auch mit. So, und weil wir so lange warten müssen, können wir die Dinger ja auch mal wegbringen, ne? Wir haben ja auch schon wieder 435 im Rucksack. Da kommt wieder ein bisschen Geld zusammen. Das ist fein. Gelder kann ich immer gut gebrauchen. Und vor allem noch mehr Felder. Ich will hier viele, viele Felder besitzen. Ich brauche nicht unbedingt alle, aber ich hätte gern viele. Felder sind nämlich toll. Es ist so still hier im Ort, das gibt's doch nicht. Wir hatten ja hier unten noch ein schönes Feld, ne? Da sollten wir mal vorbeischauen und uns das krallen. 54.000 oder so hat das gekostet, ne? Das große Feld haben wir ja schon, das kleine... Ach nee, das große Feld haben wir noch gar nicht. Wir haben die zwei kleinen da hinten, ne? Oder haben wir das große hier auch? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir das schon haben. Lässt sich doch rausfinden. Nee, das haben wir noch nicht. Ich hab's genau gewusst.
vorwärts. Da ist man kurz mal einen Augenblick nicht da und dann sowas. So, dann fahren wir die Spur noch zurück. Und dann können wir das Zeug abladen und vor allem auch Feierabend machen, ne? Ist das Feld komplett? Ja, das Feld ist komplett gewachsen. Also werden wir dann beim nächsten Mal die Ernte hier beenden. Das sind wir ja eigentlich auch gewohnt von diesen kleinen Feldern. Das heißt kleinen Feldern von dieser Anbauart, ne? Nicht wie bei den Kartoffeln, wo wir 4-5 Videos gebraucht haben. Von denen sind wir es gewöhnt, dass wir 2 Videos zur Ernte brauchen und dann ist alles drin. Immer diese Abkürzung, ne? Ich sag immer Videos als Abkürzung anstatt Videos. Einfach weil Videos leichter zu sagen ist als Videos. Für dich zumindest jetzt. Lasst mir meine Eigenarten gefälligst, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Finde ich nicht in Ordnung, dass ihr euch hier so benehmt, hier. Dass ihr schon wieder meckern wollt. Wir fahren mal schon mal die Stange aus. Lange dauert's nicht mehr. Wir werden sowas von da vorne ankommen, ey. Aber sowas von? Ja, noch ein Stück. Ernte schneller. Und das war's. So, jetzt schön vorsichtig hier, damit wir auch nichts daneben werfen oder so. Und abladen das Zeug. Wunderbar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann frisch und munter beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Lord Peter.